Spargel kochen. Wir erklären dir, wie es geht in 30 Sekunden. Du kannst dir außerdem alles, was du für dein Spargelrezept brauchst, ganz einfach bei bringmeister.de oder auch per App bestellen. Zuerst musst du den Spargel waschen. Hier besonders vorsichtig sein, sodass die Stangen nicht zerbrechen. Fange 2-3 cm unterhalb des Spargelkopfes an zu schälen. Dann schneidest du ca. 1 cm vom Spargelende ab. Kleiner Tipp, die Reste lassen sich super für Spargelcremesuppe nutzen. In einem Kochtopf erhitzt du nun 2 Liter Wasser und gibst den Spargel hinein. Gebe nun ein gutes Stückchen Butter hinzu, 2 Esslöffel Salz und 1 Esslöffel Zucker. Nun kochst du den Spargel bei mittlerer Hitze für ca. 6-8 Minuten, je nach Dicke. Du kannst kontrollieren, ob der Spargel durch ist, indem du das Spargelende leicht andrückst. Ist es weich wie hier, ist er durch. Fertig ist dein Spargel. Bringmeister.de. Jetzt bestellen und den Einkauf bequem nach Hause liefern lassen. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere unseren Kanal für kreative DIYs, weitere interessante Küchenhacks oder leckere Rezepte.